Erleichterung in Kiew. Das US-Repräsentantenhaus hat nach langem Ringen milliardenschwere Militärhilfen für die Ukraine auf den Weg gebracht. Ein Grund zur Freude für die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt. Das wird uns sehr helfen. Ich denke, dass unsere Jungs am Leben bleiben. Das ist das Wichtigste, damit wir etwas haben, um uns zu verteidigen. Sowohl die friedlichen Menschen als auch unsere Jungs. Sie sind unsere guten Jungs. Wir freuen uns sehr darauf. Es wird uns das Leben retten. Der Beschuss in Dnipro und Odessa ist schwer mit anzusehen, was die Menschen und die Architektur erleiden. Ich denke, es wird sicherer werden. Kiew hatte seit Monaten immer wieder an die Verbündeten appelliert, mehr Munition und mehr Mittel für die Luftabwehr zur Verfügung zu stellen. Das Hilfspaket umfasst ein Gesamtvolumen von umgerechnet rund 57 Millionen Euro. Es war monatelang von den US-Republikanern blockiert worden.